Ganz herzlich willkommen zum Weihnachtsimpuls für dieses Jahr. Ja, vielleicht magst du dir ein paar Minuten Zeit nehmen, dass du mal reinspürst, Thema Weihnachten steht bald vor der Tür. Wie geht's dir denn gerade? Bist du gestresst? Hast du nur so eine Liste, was du nur alles tun musst? Oder bist du ganz entspannt und freust dich schon auf das Fest? Auf das Fest der Liebe? Ein Freund von mir hat mir erzählt, der ist Anwalt, die Scheidungsrate nach Weihnachten ist am allerhöchsten vom ganzen Jahr. Ja, und das ist wirklich so die Frage, was wünschen wir uns denn an Weihnachten? Was ist denn mir wichtig? Was ist uns wichtig? Wir haben es dieses Jahr ganz anders gemacht. Mal sind wir bei meinen Eltern, die ganze Familie. Und dieses Jahr haben wir die ganze Familie zu uns eingeladen. Und wir haben uns Gedanken gemacht, meine Kinder und ich, was ist uns denn wirklich wichtig an Weihnachten? Es ist nicht wichtig, wie, was zum Essen gibt, wie toll das Essen ist oder dass das Haus super geputzt ist, sondern es ist wichtig, dass wir in Verbindung sind miteinander. Mit den Eltern, mit meiner Schwester, mit meinem Schwager, mit meinem Partner, mit meinem Neffen, sodass wir einfach dankbar sind. Hey, wie schön, dass wir zusammen sind, dass wir gesund sind, dass wir alle nur leben. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir denn das zum Ausdruck bringen? Wie können wir da die ganze Familie mit einbinden? Wir haben uns überlegt, dass wir am Nachmittag, wenn wir so zusammensitzen, so bei Tee und Kaffee, dass wir so Blätter austeilen, so Tonpapierblätter in allen Farben, und dass sich jeder eins aussuchen darf. Und dass dann jeder seinen Namen reinschreibt. So, und die Mitte, seinen Namen. Und dann lassen wir dieses Blatt reihum gehen. Und jeder darf reinschreiben, was er ganz persönlich an diesem Menschen schön findet, was er wertvoll findet, wofür er dankbar ist. Und am Ende der Runde, das ist dann so schön gefüllt, das Blatt. Und dann wird es einlaminiert, sodass es schön fest ist und abwischbar. Und dann können wir das am Abend als Tischset verwenden. Dann können wir unser Essen drauf zelebrieren, unser Weihnachtsessen. Und ihr wisst ja alle, Masaru Emoto, die Kraft des Wortes, welche Schwingung das Wort hat, wie wichtig das ist, dass es was mit uns macht, mit unseren Zellen. Und so kannst du, wenn du möchtest, jeden Tag dein Essen auf diesen wunderschönen Dankbarkeitsset zelebrieren. Ja, und das möchten wir euch einfach als Impuls für Weihnachten weitergeben. Und wie immer du auch Weihnachten feierst, ob im Kreis deiner Familie, allein, in der Natur, bei dir daheim im Wohnzimmer, wir wünschen dir, dass du gut in dir spürst, was dir gut tut. Dass du wirklich spürst, was ist dir wichtig an diesem Tag. Und nicht, wie es sein sollte oder wie es alle tun, sondern vielleicht mal dieses Jahr ganz was anderes zu machen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Liebe für dich und für deine Familie.